Bei dieser Aufgabe haben wir also ein exponentielles Wachstum. Erkennen wir ganz klar daran, dass es größer, der Wert hier, der unter dem x steht, größer ist als 1. Wir können da gleich rauslesen, wie viel Prozent das sein wird. Das ist nämlich auch gleich die erste Aufgabe. Wie viel Prozent wächst nach dieser Annahme ab dem Jahresbeginn 2010? Da beginnt es übrigens, die ganze Betrachtung. Die Einwohnerzahl jährlich. Also, wir haben mal gesagt gehabt, dass man das, was man hier unten in der Basis stehen hat, teilen kann. 1 ist quasi das, was wir immer haben. Und das, was jährlich dazukommt, ist also 0,035. Und jetzt haben wir gesagt, diese Zahl müssen wir in Prozent umrechnen. Und Prozent umrechnen heißt 2 Kommas nach rechts verschieben. Das heißt, P, der jährliche Zuwachsrate, wäre 3,5%. Das machen viele falsch, weil sie da einfach dann denken, es sind 35% oder 0,035%. Aufpassen. Diese Zahl, die quasi zur 1 dazukommt, muss man noch mit 2 Kommastellen verschieben. Oder andersrum, wenn es eine exponentielle Abnahme ist, muss ich das, was von der 1 wegkommt, noch um 2 Stellen das Komma verschieben, um dann die Prozentzahl zu haben. So, das war der erste Punkt, der schon mal schief gehen kann. Bei der 3,2 muss man dann die Tabelle berücksichtigen. Also, das heißt, wir haben wieder ein exponentielles Wachstum hier, tippen das Ganze in Taschenrechner ein und gehen auf Table. Jetzt ist es natürlich so, dass hier recht viele Zahlen drin sind, die uns eigentlich nicht interessieren, ja, weil es geht 0 in 5er Schritten. Das könnte ich aber im Taschenrechner einstellen. Ich gehe auf Table Set. Und dann sage ich dem Taschenrechner, okay, wir starten bei 5, aber ich will das in 5er Schritten haben. Also Table Step ist 5. Noch auf Enter drücken und dann gehe ich auf Table. So, und jetzt habe ich schön hintereinander. 15,5, 18,4, 21,9. Aufpassen, hier muss man runden auf eine Stelle nach dem Komma. 26,0. Aufpassen, hier, wenn ich runde, wird quasi auch die 25 zu 26. Ich muss trotzdem noch Komma 0 hinschreiben, damit man auch sieht, es wird gerundet. 30,8, 36,6. Und dann muss ich halt noch einmal nach unten gehen zur 30 und komme dann auf die 43,5. Also hier kann man den Taschenrechner ein bisschen einstellen, sodass es ein bisschen schneller geht. Die Zeichnung sollte dann auch ziemlich fix funktionieren. Hier hat man in 5er Schritten das Ganze einfach einzeichnet. Man kann es natürlich auch in 2,5er Schritten einzeichnen, aber ich glaube, man kann das ganz gut miteinander verbinden. Es sollte halt immer so eine geschwungene Linie werden und keine Zacken. Also bitte keine Strecken dazwischen machen, sondern eine geschwungene Linie. Muss man etwas üben. Ja, und bei der 3,3, da geht es dann wieder darum, man soll mit Hilfe der Zeichnung etwas rausfinden. Und mit Hilfe der Zeichnung heißt immer irgendwas mit Y, denn den können wir ja nicht berechnen. Und in dem Fall ist es auch so, wann sind es 25 Millionen? Das heißt, ich gehe quasi in der Zeichnung auf 25, hierhin, gehe senkrecht oder senkrecht zur Y-Achse oder parallel zur X-Achse rüber, dort wo der Graph quasi dieses Senkrechte hier schneidet, da muss ja 25 sein, und dann gehe ich runter und schaue, was für eine X-Koordinate da dabei steht. Ich würde sagen, nach circa 14 Jahren, da kann man immer ein bisschen variabel hin und her, aber 14 Jahren wäre da in Ordnung. Es sollte allerdings natürlich zu eurer Zeichnung passen. Ja, wenn ihr euch da verzeichnet habt, gibt es auf jeden Fall Folgepunkte. Die Aufgabe 3,4 gibt nochmal einen Punkt, hat aber einen kleinen Knack. Berechnen Sie die Millionen, was im Jahr 2064 wäre. So, jetzt haben wir aber hier x Jahre. Das heißt, wir müssen erstmal herausfinden, wie viele Jahre vergehen, bis das Jahr 2064 beginnt. Und das Startjahr war im Jahr 2010, stand in der Angabe. Das heißt, ich muss erst schauen, wie viele Jahre liegen zwischen 2064 und 2010. 54 Jahre. So, jetzt habe ich meinen x-Wert. Diesen x-Wert kann ich jetzt hier in meine y-Gleichung einsetzen, in meine Funktion, erhalte dann 99 Millionen. Denn, aufpassen, in der Aufgabe steht, ich soll das Ganze auf Millionen gerundet berechnen, nicht wie in der Aufgabe 3,2 auf eine Stelle nach dem Komma. Und dann gehört ein Antwortsatz hin. Im Jahre 2064 wären es circa 99 Millionen Einwohner gewesen, hätte man sagen können. Ist wichtig, dass es einen Antwortsatz gibt, denn das ist quasi nur ein Wert. Das aber, was wir hier haben, sind Textaufgaben. Dementsprechend muss immer in diesen Antwortsatz bei so einer Aufgabe auch die Einheit dazu. Hier sind es quasi Jahre, hier sind es Millionen Einwohner.